Herzlich willkommen zum 11. Input-Video im Seminar Grammatik. Heute beschäftigen wir uns mit Satztypen, nachdem wir uns jetzt ausführlich mit den Bestandteilen von Sätzen beschäftigt haben. Jetzt gucken wir uns also an, was es für Typen von Sätzen gibt. Das hier ist die Literaturgrundlage, die ich in diesem Video für Sie aufbereite. Wir werden uns fragen, wie sich Haupt- und Nebensätze unterscheiden, dann welche formalen und semantischen Eigenschaften Haupt- und Nebensätze haben, welche Satzmodi es gibt und welche syntaktischen Funktionen Sätze einnehmen können. Beginnen wir mit den Haupt- und Nebensätzen. Sätze enthalten, wenn sie komplexe Sätze sind oder sogenannte Perioden, wiederum Sätze. Das heißt, Sätze können Exemplare ihrer selbst enthalten. Und wenn das so ist, wenn wir es mit komplexen Sätzen oder Perioden zu tun haben, dann unterscheidet man zwischen Haupt- und Nebensätzen. Hauptsätze werden auch manchmal Matrixsätze genannt. Die sind nicht Teil anderer Sätze, die können ihrerseits aber Sätze als Satzglieder enthalten oder auch als Satzgliedteile. Nebensätze, auch eingebettete Sätze oder Konstituentensätze, das sind jetzt Teile übergeordneter Sätze und als Teile übergeordneter Sätze können sie auch Satzgliedstatus haben oder Satzgliedteilstatus. Hier haben wir ein Beispiel. Der komplexe Satz, die Periode würde lauten, wenn es morgen trocken bleibt, gehe ich Rennrad fahren. Der Hauptsatz wäre hier, gehe ich Rennrad fahren. Und der Nebensatz wäre, wenn es morgen trocken bleibt. Sie sehen, dieser Nebensatz, der nimmt eine syntaktische Funktion im Matrixsatz, im komplexen Satz ein, nämlich die eine adverbiale Bestimmung des konditionalen Typs, der eine Bedingung ausdrückt. Wenn es der Fall ist, dass es morgen trocken bleibt, dann gehe ich Rennrad fahren. Ein weiteres Beispiel, dass es regnet, bedeutet, dass ich zu Hause bleibe. Hier besteht unser Hauptsatz oder unser Matrixsatz aus nichts mehr als dem Wort bedeutet und wir haben zwei Nebensätze, nämlich dass es regnet und dass ich zu Hause bleibe. Dass es regnet bedeutet, dass ich zu Hause bleibe. Und hier sehen Sie, dass es regnet fungiert im Matrixsatz als Subjekt, hat also auch wieder Satzgliedstatus im komplexen Satz, im Hauptsatz und dass ich zu Hause bleibe fungiert als Objekt. Wer oder was bedeutet, dass ich zu Hause bleibe? Dass es regnet. Und wen oder was bedeutet, dass es regnet? Dass ich zu Hause bleibe. Bei komplexen Sätzen unterscheidet man jetzt verschiedene Typen. Zum einen spricht man von einer Satzreihung, wenn ein komplexer Satz aus mehreren Hauptsätzen besteht. Wir sprechen von einem Satzgefüge, wenn ein komplexer Satz aus Haupt- und Nebensatz besteht oder aus Haupt- und mehreren Nebensätzen. Und wir sprechen von einem Schaltsatz, wenn wir einen in einen Satz eingefügten Metakommentar haben. Bei einer Satzreihung sind die Sätze dann auch logisch nebengeordnet. Wir haben mehrere Teilsätze, die aneinandergereiht werden, deshalb Satzreihung. Und die sind logisch nebengeordnet, man spricht dabei auch von Parataxe. Und bei einem Satzgefüge haben wir Nebensätze, die ihren übergeordneten Sätzen eben logisch untergeordnet sind. Und deshalb spricht man dabei auch von Hypotaxe bei der logischen Unterordnung. Bei einer Satzreihung, wenn wir logisch nebengeordnete Sätze haben, dann sind das koordinierte Sätze und wenn wir eine logische Unterordnung haben,
dann spricht man dabei von Subordination. Hier haben wir jeweils einen Beispielsatz. Morgen bleibt es trocken und ich gehe Radfahren. Das wäre eine Satzreihung. Morgen bleibt es trocken ist ein Hauptsatz. Ich gehe Radfahren ist ein Hauptsatz. Ein Satzgefüge wäre, wenn es morgen trocken bleibt, gehe ich Rennrad fahren. Wenn es morgen trocken bleibt, ist ein Nebensatz, der dem Hauptsatz gehe ich Rennrad fahren subordiniert ist, also untergeordnet. Und morgen gehe ich, das versichere ich dir, Rennrad fahren. Dieser eingefügte Meta-Kommentar, das versichere ich dir, das ist ein Schaltsatz. Der hat sozusagen den Satz, in den er eingebettet ist, als Gegenstand des Kommentars. Das macht ihn zu einem Meta-Kommentar. Andere Beispiele für eine Satzreihung wären: Morgen bleibt es trocken oder ich gehe Rennrad fahren. Dieses oder koordiniert ebenfalls Hauptsätze. Weil es morgen trocken bleibt, gehe ich Rennrad fahren, ist ein anderer Typ von subordiniertem Nebensatz. Und da gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, um die es dann später gehen wird. Weder bleibt es morgen trocken, noch gehe ich Rennrad fahren. Hier haben wir auch eine Reihung von Hauptsätzen. Sofern es morgen trocken bleibt, gehe ich Rennrad fahren. Hier haben wir es wiederum mit einem anderen subordinierten Nebensatz in einem Satzgefüge zu tun. Bei der Satzreihung unterscheidet man auch zwischen syndetischen und asyndetischen Reihungen. Syndetisch, das sind durch Konjunktionen verknüpfte Hauptsätze, und asyndetische Reihungen, das sind durch oder ohne Verknüpfung nebeneinander stehende Hauptsätze, das heißt, die weisen keine Konjunktion auf. Also syndetische Sätze wären: Morgen bleibt es trocken und ich gehe Rennrad fahren. Und asyndetisch ausgedrückt würde das lauten: Morgen bleibt es trocken, übermorgen regnet es. Das gleiche kann man auch bei Satzgefügen unterscheiden, auch syndetische und asyndetische Gefüge. Wenn es morgen trocken bleibt, gehe ich Rennrad fahren. Hier ist eben die Konjunktion das Wenn, das den Nebensatz einleitet. Diese Konjunktion verknüpft den Haupt- und den Nebensatz dem Sinn nach, also semantisch. Und asyndetisch geht das ebenfalls. Man muss diesen Nebensatz nicht mit einer Konjunktion einleiten. Das geht auch ohne. Bleibt es morgen trocken, gehe ich Rennrad fahren. Das wäre die asyndetische Variante. Damit kommen wir schon zu den Satzmodi. Was sind Satzmodi? Satztypen lassen sich nach ihrem Satzmodus unterscheiden. Und der Satzmodus betrifft so etwas wie die Existenzart, die einem Satzinhalt zugesprochen wird. Und den Satzinhalt, den nennt man auch Proposition oder auch manchmal Aussage. Hier haben wir ein paar verschiedene Sätze. Du isst etwas, isst du etwas, warum isst du etwas, iss etwas, du isst ja etwas, und wenn du doch etwas essen würdest, beziehungsweise äßest du doch etwas. Hier haben wir mehr oder weniger, ich schau mal durch, wir haben identische Satzinhalte, identische Propositionen. Aber diesen Propositionen werden durch diese Satztypen oder Satzmodi verschiedene Existenzarten zugesprochen. Wir haben es bei Du isst etwas mit einem Aussage- oder Assertionssatz zu tun, bei Isst du etwas mit einem Fragesatz oder Interrogativsatz. Das ist eine Entscheidungsfrage, auf die kann man mit Ja oder Nein antworten oder auch mit sowas wie Vielleicht. Dann haben wir in Warum isst du etwas ebenfalls einen Interrogativsatz, aber das ist eine Ergänzungsfrage, auf die muss man wiederum mit einem Satz antworten. Dann Iss etwas, das ist ein Befehls- oder Imperativsatz,
Du isst ja etwas, das ist ein Ausrufesatz oder auch Exklamativsatz genannt. Und wenn du doch etwas essen würdest und äßest du doch etwas, dabei handelt es sich um einen Wunsch- oder Optativsatz. Das sind die Satzmodi. Bei den Aussage- und Assertionssätzen, das sind die, die uns meistens in wissenschaftlichen Texten begegnen, das sind die weisen typischerweise Verb-Zweitstellung auf und die geben eine Proposition als gegeben oder faktisch aus. Ja, du isst etwas, das ist eine Beschreibung eines Sachverhalts, der als Fakt hier festgestellt wird oder als gegebener Sachverhalt ausgegeben wird. Man kann solche Sätze auch als performative Sprechakte vollziehen. Manche von denen unter bestimmten Umständen und mit bestimmten Eigenschaften. Und dann kann man nicht nur Sachverhalte beschreiben oder als faktisch ausgeben, sondern man kann echte neue Sachverhalte herstellen. Zum Beispiel mit einem Satz wie, hiermit ist die Scheidung vollzogen. Das ist nicht bloß eine Beschreibung eines Sachverhalts, sondern damit wird der Sachverhalt hergestellt. Und deshalb ist das ein sogenannter performativer Sprechakt. Die vollzieht man auch mit Aussage- oder Assertionssätzen. Ein Interrogativsatz Typ Entscheidungsfrage wäre, isst du etwas? Solche Interrogativsätze haben typischerweise Verb-Erststellung. Man spricht da auch von Inversion. Da wird sozusagen die Abfolge von Subjekt und finitem Verb aus einem Assertionssatz umgekehrt, invertiert. Du isst wird zu isst du. Deshalb Inversion. Und solche Interrogativsätze, die geben eine Proposition als unsicher aus. Isst du etwas? Ist also drückt Unsicherheit hinsichtlich des Sachverhalts aus. Die Entscheidungsfrage erlaubt die Antworten Ja und Nein oder auch Doch bei negierten Fragen. Isst du nichts? Doch. Und vielleicht kann man bei Unsicherheit antworten. Isst du etwas? Vielleicht. Varianten dieser Entscheidungsfrage sind Alternativfragen. Willst du Pizza oder Pasta? Und sogenannte Tag-Questions, die sind zusammengesetzt aus einem Aussagesatz und einer Fragewendung. Du isst, oder du isst, gell, du isst, ne, du isst, woll, du isst, wo, und so weiter. Dann von der Entscheidungsfrage unterschieden ist die Ergänzungsfrage beim Interrogativsatz. Warum isst du etwas? Dieser Interrogativsatz oder dieser Typ von Interrogativsatz hat eine Verb-Zweitstellung und ist mit einem W-Fragewort im Vorfeld eingeleitet. Das sind sowas wie warum, wie, wann, was für ein, wessen Muffin isst du gerade? Und hier wird eine als faktisch unterstellte Proposition als lückenhaft ausgegeben. Das heißt, die Proposition, du isst etwas, wird als faktisch unterstellt, aber der Grund, warum du etwas isst, der ist hier eine Informationslücke und diese Lücke wird erfragt. Warum isst du etwas? Gefragt werden kann so nach allen syntaktischen Funktionen, also nach Subjekten, Objekten, auch nach Prädikativa, nach adverbialen Bestimmungen. Diese Ergänzungsfragen werden auch Bestimmungsfrage oder W-Frage genannt und es gibt davon noch ein paar Varianten, zum Beispiel Echo-Fragen. Du isst was? Also zum Beispiel, ich esse Heuschrecken. Du isst was? Rhetorische Fragen. Bist du dumm? Und Mehrfachfragen. Wer isst was? Und die haben jeweils besondere Funktionen, besondere pragmatische oder kommunikative Funktion. Also im Vergleich zur neutralen Ergänzungsfrage des Typs, warum isst du etwas? Iss etwas ist ein Imperativsatz und diese haben typischerweise eine Verb-Erststellung und weisen eine Imperativform des Verbs auf. Das ist die zweite Singular oder Plural. Iss oder esst.
Mit solchen Sätzen fordert man zu einer Handlung auf und alternativ dazu gibt es auch sowas wie Imperativ-Periphrasen. Die haben dann eben keine Verb-Erststellung und keine Imperativform, nicht unbedingt jedenfalls. Sowas wie Essen fassen, da finden Sie keine Imperativform und auch keine Verb-Erststellung. Lass uns mal essen. Da wird der Imperativ mit lassen gebildet, obwohl es ums Essen geht. Sowas nennt man Imperativ-Periphrasen. Du isst ja etwas, das ist ein Exklamativsatz. Exklamativsätze weisen eine bestimmte Intonation und Wortstellungsbesonderheiten auf. Die können Verb-Erstsätze sein, wie in hab ich einen Hunger oder Verb-Endsätze, sodass das finite Verb ganz am Ende steht, wie viel ich gegessen habe. Oder auch Verb-Zweitsätze, dann haben die ein Satzglied, hat das finite Verb noch vor sich stehen. Wie geil ist das denn? Und solche Exklamativsätze drücken emotionale Beteiligung an einem Sachverhalt aus. Wenn du doch etwas essen würdest oder äßest du doch etwas, das sind zwei Varianten eines Optativsatzes, mit dem etwas gewünscht wird. Und wie Sie diesen Beispielsätzen schon ansehen können, entsprechen die einem konditionalen Nebensatz der Form nach. Also, wenn du doch etwas essen würdest, dann könnten wir noch ins Kino gehen. Und die können dann entsprechend den konditionalen Nebensätzen auch mit oder ohne einleitender Konjunktion stehen. Wärst du doch schlauer, wenn du doch bloß schlauer wärst, wären dazu noch zwei andere Beispiele. Solche Optativsätze, die drücken den Wunsch nach einem realen oder nach einem irrealen Sachverhalt aus. Essest du doch etwas, das könnte ein realer Sachverhalt sein oder werden. Hättest du doch etwas gegessen, das kann nicht mehr real werden. Hier wird ein irrealer Sachverhalt gewünscht. Solche Optativsätze weisen typischerweise Abtönungspartikel mit speziellen Funktionen auf, nämlich sowas wie doch, bloß oder nur. Und so sind sie dann auch von echten konditionalen Nebensätzen zu unterscheiden. Schauen wir uns jetzt Nebensätze genauer an. Nebensätze, das haben wir schon gesehen, das sind subordinierte Sätze, die eine syntaktische Funktion in einem übergeordneten Satz einnehmen. Das heißt, sie sind Satzglieder, sie können aber auch Satzgliedteile sein. Nebensätze lassen sich systematisieren nach bestimmten Faktoren, zum Beispiel nach syntaktischer Funktion. Und damit beginnen wir jetzt. Wir schauen uns das an. Hier ist nochmal eine Aufstellung von Satzteilen. Auf der linken Seite Satzglieder, Subjekt, Objekt, Adverbialstimmung. Auf der rechten Seite Satzgliedteile, das Attribut. Das sind also mögliche syntaktische Funktionen, die Satzglieder einnehmen können. Und so ist das auch mit Nebensätzen. Wenn Nebensätze als Subjekt, Objekt oder Adverbialbestimmung fungieren, dann nennt man sie Gliedsätze und wenn sie als Attribut fungieren, dann nennt man sie Gliedteilsätze. Die syntaktischen Funktionen von Nebensätzen können jetzt die ganzen syntaktischen Funktionen einnehmen, beziehungsweise auch Gliedteilsätze sein. Ein Nebensatz als Subjekt wäre: Dass du im Regen Rennrad fährst, erstaunt mich. Als Objekt: Sie fürchteten, dass man sie in der Wüste begrub. Wen oder was fürchteten sie? Oben beim Subjekt: Wer oder was erstaunt mich? Beim Prädikativum: Er ist geworden, was er immer gefürchtet hatte. Was ist er immer geworden? Wer oder was ist er immer geworden? Sofern du wach bleibst, kannst du auch mal probieren. Unter welchen Umständen kannst du auch mal probieren? Sofern du wach bleibst. Es waren die, vor denen ich dich immer gewarnt habe. Das kann man nicht erfragen, weil es ein Attributsatz ist. Wer war es? Da muss man jetzt die ganze Konstituente nennen. Die, vor denen ich dich immer gewarnt habe. Das ist ein Relativsatz.
Und als solcher ist er ein Satzgliedteil oder ein Teilgliedsatz. Und ein Subtyp vom Attributsatz wäre ein weiterführender Nebensatz. Der hat kein Bezugswort im Hauptsatz, so wie der Relativsatz. Es waren die, vor denen ich dich immer gewarnt habe. Da ist die das Bezugswort des Relativsatzes. So ein Bezugswort gibt es nicht in einem weiterführenden Nebensatz. Ich habe dich stets gewarnt, was dir immer egal war. Was dir immer egal war, bezieht sich jetzt nicht auf irgendein Element aus dem übergeordneten Satz, sondern auf den Satz als Ganzen. Dass ich dich stets gewarnt habe, diese Tatsache war dir immer egal. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Subjektsätze können diverse Formen annehmen. Ob du im Regen Rennrad fährst, interessiert mich nicht. Da ist ob die Konjunktion. Der da im Regen Rennrad fährt, ist ziemlich nass. Das ist ein Relativpronomen, der diesen Nebensatz einleitet, aber der hat kein Bezugswort im Hauptsatz, das ist also ein freier Relativsatz. Im Regen Rennrad zu fahren bessert die Laune, das wäre ein Infinitivsatz als Subjekt. Was er im Regen tut, geht niemanden etwas an. Hier haben wir ein Interrogativum als Konjunktion. Die sind alle durch wer oder was erfragbar. Bei Objektsätzen ist das ganz ähnlich. Sie will wissen, ob du im Regen Rennrad fährst, ob als Konjunktion. Ich wünschte mir, im Regen Rennrad zu fahren. Da haben wir einen Infinitivsatz. Was er im Regen tut, untersuchen jetzt die Behörden. Hier haben wir ein Interrogativum als Konjunktion. Und ja, obwohl das hier vorne steht, ist es ein Objektsatz. Wen oder was untersuchen jetzt die Behörden? Was er im Regen tut. Sie freut sich, sie schämt sich, sie bewundert, dass er im Regen Rennrad fährt. Da haben wir einen Nebensatz in der Funktion als Präpositionalobjekt. Sie freut sich, dass er im Regen Rennrad fährt. Freuen über. Sie schämt sich es etwas, also ein Genitiv fordert schämen. Da haben wir den Satz in der Funktion als Genitivobjekt. Und sie bewundert. Wen oder was, da wird ein Akkusativobjekt gefordert, dass er im Regen Rennrad fährt. Hier hat also dann der Nebensatz die Funktion eines Akkusativobjekts. Er vertraut wem er will, da sehen Sie den Nebensatz sogar in der Funktion als Dativobjekt. Und diese Objekte sind wie alle durch Akkusativobjekte, wie alle Akkusativobjekte durch wen oder was erfragbar. Ein Satz als Prädikativum, sie nannte ihn, was ich hier nicht aussprechen möchte. Da haben wir sogar einen Satz als Objektsprädikativum. Ja, hier wird eine Gleichsetzung zwischen dem Nebensatz und dem Objekt ihn hergestellt. Er ist geworden, was er immer gefürchtet hatte. Das wäre ein Satz als Subjektsprädikativum. Das bezieht sich auf das Er zurück. Und solche Nebensätze in Prädikativumsfunktion, die sind nur möglich mit Relativsätzen ohne Beziehungswort. Sätze als Adverbialbestimmung, sofern du wach bleibst, kannst du auch mal probieren. Hier können Sie das ganze semantische Spektrum an adverbialen Bestimmungen auch durch Nebensätze ausdrücken. Zum Beispiel, hier eins von vielen möglichen Beispielen, er benahm sich, als wolle man ihn in die Wüste bringen. Und das wäre ein Komparativsatz. Und auch diese Nebensätze sind in ihrer Funktion als adverbiale Bestimmung mit W-Wörtern erfragbar, nur nicht eben mit denen man nach Subjekten und Objekten fragt. Dann Attributsätze. Es waren die, vor denen ich dich immer gewarnt habe. Es war der, den ich dir gezeigt habe. Hier haben wir ein Relativpronomen als Konjunktion. Es war das, wovon ich dir erzählt habe. Hier haben wir ein Pronominaladverb als Konjunktion. Es war das, was ich dir erzählt habe. Ein Interrogativpronomen als Konjunktion. Und dann gibt es auch noch solche Attributsätze, die mit anderen Konjunktionen eingeleitet werden. Zum Beispiel der Moment, als sie
das Haus betrat, der Gedanke, dass es auch mal anders sein könnte, die Frage, wie sie das geschafft hatte. Das sind alles Attributsätze, die so eingeleitet werden können. Bei den Attributsätzen kann man unter zwischen restriktiven und nicht restriktiven Relativsätzen unterscheiden. Restriktive Relativsätze schränken den Umfang der ausgedrückten Sachverhalte ein. Also sowas wie, ich bevorzuge vegane Lebensmittel, die biologisch erzeugt wurden. Das trifft nicht auf alle veganen Lebensmittel zu und deshalb werden hier die Sachverhalte eingeschränkt. Oder in diesem Fall die Gegenstände. Es handelt sich dabei nur um eine Teilmenge aller veganen Lebensmittel, die biologisch erzeugt werden. Deshalb restriktiv, nicht restriktiv werden Relativsätze, die den Umfang nicht einschränken oder restringieren, sondern explizieren. Ich bevorzuge vegane Lebensmittel, die eine pflanzliche Basis haben. Das trifft tatsächlich auf alle veganen Lebensmittel zu. Hier wird sozusagen die Bedeutung, was sind vegane Lebensmittel, nochmal durch den Relativsatz expliziert. Deshalb heißen die nicht restriktive oder explikative Relativsätze. Dann zuletzt noch die weiterführenden Nebensätze. Ich habe dich stets gewarnt, was dir immer egal war. Die sind Attribute zum gesamten übergeordneten Satz und nicht zu einem bestimmten Bezugswort. Man kann das umformen. Das, was dir immer egal war, ist, dass ich dich stets gewarnt habe. So kann man das so umformen, dass es ein Bezugswort im übergeordneten Satz gibt. Dann kann man die Nebensätze nach der Bedeutung systematisieren. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Nebensatztypen, die auch bei den adverbialen Bestimmungen zum größten Teil schon mal aufgetaucht sind. Zunächst einmal gibt es Konsekutivsätze. Er geht, sodass Frieden einkehrt. Oder er geht, sodass Frieden einkehren kann. Das gibt eine Folge an. Konzessivsatz, der gibt eine Einräumung an. Er geht, obwohl er bleiben will oder obgleich er bleiben will. Ein Adversativsatz gibt einen Gegensatz an. Er geht, während der Rest bleibt. Er geht, wohingegen der Rest bleibt. Ein Modalsatz, der gibt die Art und Weise an. Er geht, indem er aus dem Fenster klettert, oder er geht dadurch, dass er aus dem Fenster klettert. Ein indirekter Fragesatz, der ja, stellt eine Frage, der hat fragende Funktion, interrogative Funktion. Sie fragt sich, ob er geht, wann er geht, wohin er geht und solche Sachen. Kausalsatz, der gibt einen Grund an, er geht, weil der Streit eskaliert. Der Temporalsatz gibt eine zeitliche Bestimmung an, er geht, während der Streit eskaliert. Der Konditionalsatz gibt eine Bedingung an, er geht, falls der Streit eskaliert oder wenn der Streit eskaliert, sofern der Streit eskaliert. Und ein Finalsatz gibt einen Zweck an, er geht, damit Frieden einkehrt oder auf das Frieden einkehrt, um Frieden einkehren zu lassen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von semantischen Subklassen von Nebensätzen. Die Nebensätze lassen sich außerdem systematisieren nach dem Faktor Synthese, den haben wir schon angerissen. Syndetische Nebensätze sind solche, die durch Nebensätze eingeleitet sind, und asyndetische Nebensätze sind nicht durch Konjunktionen eingeleitet. Die Synthese stellt sozusagen den Normalfall dar. Dass du im Regen Rennrad fährst, erstaunt mich. Er ist geworden, was er immer gefürchtet hatte. Und sofern du wach bleibst, kannst du auch mal probieren. Asyndetische Nebensätze, die sind häufiger bei Konditional- und Konzessivsätzen, also Bedingungs- und Einräumungssätzen,
und die weisen eine Verb-Erststellung auf. Also bleibst du wach, kannst du auch mal probieren. Das wäre der Konditionalsatz. Benimmst du dich auch schlecht, lade ich dich doch ein. Das wäre der Konzessivsatz. Aber bei anderen Nebensatztypen in semantischer Hinsicht funktioniert das nicht. Mit Subjektsätzen funktioniert das auch nicht. Fährst du im Regen Rennrad, erstaunt mich, ist nicht wohlgeformt. Dass du im Regen Rennrad fährst, erstaunt mich. Ein eingeleiteter Subjektsatz ist durchaus wohlgeformt. Aber der ist dann eben nicht mehr asyndetisch. Also asyndetische Subjektsätze, nope. Dann können wir Nebensätze nach ihrer Topologie systematisieren. Topologie, das wird auch noch in einem weiteren Input-Video kommen, hier nur angerissen. Topologie bedeutet in Bezug auf Stellungsfelder im Satz. Also Nebensätze haben bestimmte Eigenschaften, was Stellungen im Satz betrifft. Wir haben Verb-Erstsätze, das heißt, wir haben Sätze, wenn kein Satzglied vor dem finiten Verb steht. Nebensätze können Verb-Erstsätze sein, auch Stirnsätze genannt, und da bei Verb-Erstsätzen steht kein Satzglied vorm finiten Verb. Also bleibst du wach, kannst du auch mal probieren. Bleibst du auch wach, bekommst du doch nichts mit. Das sind eben diese asyndetischen Konditional- und Konzessivsätze, in denen Nebensätze oder bei denen Nebensätze dann Verb-Erstsätze sind. Nebensätze können auch Verb-Zweitsätze sein, die nennen sich auch Kernsätze. Und dabei steht ein Satzglied vor dem finiten Verb. Er sagt, er bleibe wach. Er bleibe wach ist ein Nebensatz, der hier Objektsfunktion im Matrixsatz hat. Und hat eine Verb-Zweitstruktur. Vor dem finiten Verb bleibe steht er. Und sowas kommt oft bei indirekter Rede vor. Dann Verb-End- oder Verb-Letztsätze. Das ist der typische Fall in Nebensätzen, dass die Verb-Endsätze sind, auch Spannsätze genannt. Dabei stehen die Subjunktion und alle Satzglieder vor dem finiten Verb. Also er sagt, dass er wach bleibt. Das sind die typischen syndetischen Nebensätze. Nebensätze können auch danach systematisiert werden, ob sie obligatorisch oder fakultativ sind. Da sind wir hier wieder bei dieser Aufstellung. Das ist ein Rückblick auf die Satzglieder und die Frage, welche Satzglieder Ergänzungen sind, also vom Verb per Valenz gefordert oder Angaben nicht per Valenz gefordert und obligatorisch, ob sie auftreten müssen, damit der Satz wohlgeformt ist oder fakultativ, wenn sie auch weggelassen werden können, ohne dass der Satz ungrammatisch wird. Da hatten wir eine Aufstellung für Subjekte, Objekte, adverbiale Bestimmungen und Attribute. Und das kann man jetzt auch für Sätze machen. Obligatorische Ergänzungen sind Subjektsätze, Objektsätze und manche Adverbialsätze, nämlich die, wie bei Wohnen, wo ein lokaler Nebensatz gefordert ist und stehen muss. Wohnen, wo der Pfeffer wächst, aber der ist in seiner Form nicht festgelegt. Es ist nur ein Nebensatz gefordert, der lokale Bedeutung hat. Und alle Attributsätze wären also fakultative Angaben und ebenso wie die meisten Adverbialsätze. Zum Beispiel arbeiten, bis der Arzt kommt. Da kann man bis der Arzt kommt einfach weglassen, weil das nicht von der Valenz von Arbeiten gefordert ist und auch nicht zur Ungrammatikalität führt. Das ist bei Wohnen, wo der Pfeffer wächst, anders. Da muss eine Ortsbestimmung stehen und die kann eben auch Satzform haben. Nebensätze lassen sich dann auch noch systematisieren nach ihrem Abhängigkeitsgrad.
Das kann ich Ihnen an einem Beispielsatz von Henschel und Weidt demonstrieren. Hier ist es so, Nebensätze sind immer abhängig von übergeordneten Sätzen. Sie können aber selbst auch wiederum untergeordnete Sätze haben. Das heißt, wir können Schachtelstrukturen haben aus Nebensätzen. Hier ist ein Satz von Henschel und Weidt. Günther, der mich gestern, als ich gerade zu dir gehen wollte, anrief, um mich zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen zu rudern, legte wütend auf, als ich ihm sagte, dass ich was Besseres zu tun hätte. Das ist eine Periode, ein komplexer Satz. Und wir schauen uns jetzt an, was wir da für Abhängigkeitsgrade drin finden. Hier ist der Hauptsatz. Günther legte wütend auf. Und jetzt gucken wir, was davon abhängig ist. Hier haben wir einen Nebensatz des sogenannten ersten Grades. Der ist dann vom Hauptsatz abhängig. Günther, der mich gestern anrief, legte wütend auf, als ich ihm sagte. So, und von diesen Nebensätzen ersten Grades sind jetzt wiederum Nebensätze abhängig. Nämlich, als ich gerade zu dir gehen wollte, um mich zu fragen und dass ich was Besseres zu tun hätte. Ich versuche Ihnen das jetzt entlang der Pfeile vorzulesen, so dass es Sinn ergibt. Günther, der mich gestern, als ich gerade zu dir gehen wollte, anrief, um mich zu fragen, legte wütend auf, als ich ihm sagte, dass ich was Besseres zu tun hätte. Fertig. So, aber damit sind wir noch nicht am Ende. Es gibt auch hier einen Nebensatz dritten Grades, der nochmal von diesem Nebensatz zweiten Grades abhängig ist. Günther, der mich gestern, als ich gerade zu dir gehen wollte, anrief, um mich zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, legte wütend auf, als ich ihm sagte, dass ich was Besseres zu tun hätte. So. Hier fehlt noch was und tatsächlich gibt es auch noch einen Nebensatz vierten Grades, ein bisschen zu rudern. Und damit haben wir hier komplexe Abhängigkeiten dargestellt. Und hier haben Sie auch noch die Lesereihenfolge, falls Sie die brauchen. Günther, der mich gestern, als ich gerade zu dir gehen wollte, anrief, um mich zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen zu rudern, legte wütend auf, als ich ihm sagte, dass ich was Besseres zu tun hätte. So, und zuletzt lassen sich Nebensätze auch noch nach ihrer Finitheit systematisieren. Das ist aber umstritten, wenn man sagt, Nebensätze können finit und infinit sein. Finite Nebensätze wären sowas wie, sie hat sich entschieden, dass sie auch bei Regen Rennrad fährt, das und fährt. Daran sehen Sie, erkennen Sie die Finitheit. Nachdem sie durch die Kälte und Nässe erschöpft war, kehrte sie zurück. Auch finit. Infinit. Die haben dann hier eine Nulleinleitung. Sie hat sich entschieden, auch bei Regen Rennrad zu fahren. Durch Kälte und Nässe erschöpft, das wäre jetzt eine komplexe Partizipialkonstruktion, kehrte sie zurück. Und genau das ist umstritten. Ob man diese Konstruktion hier durch Kälte und Nässe erschöpft und auch bei Regen Rennrad zu fahren, ob man die überhaupt als Satz, dann eben als Nebensatz klassifizieren soll. Und damit sind wir für heute am Ende mit den Satztypen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.